Nach Monaten des Wartens und Spekulierens konnten wir Nintendos neue Spielkonsole nun endlich ausprobieren. Die Nintendo Switch ist eine Art Tablet mit an- und absteckbaren Controllern, mit dem man sowohl unterwegs als auch zu Hause am Fernseher spielen kann. Wir haben uns angesehen, was diese Alleskönnerin wirklich kann und welche Kompromisse sie mit sich bringt. Folgende Pros und Kontras solltet ihr bei eurer Kaufentscheidung auf alle Fälle berücksichtigen. Pro: Gaming immer und überall. Es funktioniert und zwar wirklich unkompliziert. Mit der Nintendo Switch kann man ein Game am Fernseher anfangen, mittendrin die Konsole aus der Docking Station herausnehmen und sofort auf dem Handheld weiterspielen. Das haben schon andere Hersteller versucht, doch mit den Joy-Con-Controllern hat Nintendo eine ziemlich praktische Lösung gefunden, um fast jede erdenkliche Art des Gamings unabhängig vom Aufenthaltsort zu machen. Der kleine Formfaktor lädt noch dazu ein, die Switch für Spieleabende zu Freunden mitzunehmen. Und per Ad-Hoc-Wi-Fi kann man sich jederzeit mit anderen Switch-Konsolen für Multiplayer-Partien verbinden. Die Akkuleistung von durchschnittlich 4 Stunden sollte dabei ausreichen, um während Zugfahrten oder in Mittagspausen in virtuelle Welten abzutauchen. Hätte man zuvor noch zwei getrennte Nintendo-Geräte für diese Universalität gebraucht, schlägt die Switch nun tatsächlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Contra: Universalität ist kein Schnäppchen. Dieses Allround-Talent lässt sich Nintendo allerdings auch mehr kosten, als man es von den Vorgängerkonsolen gewohnt war. Die Switch selbst schlägt zum Start mit rund 330 Euro zu Buche. Und dabei bleibt es nicht. Der 32 GB kleine interne Speicher wird für Download-Games schon bald mit einer zusätzlichen Micro-SD-Karte erweitert werden müssen. Allein der Launch-Titel Zelda Breath of the Wild fast rund 40% des Speicherplatzes. Zwei zusätzliche Joy-Con-Controller mit Halterung kosten satte 110 Euro und der komfortablere Pro-Controller immerhin fast 70 Euro. Auch neu bei Nintendo ist, dass der kommende Online-Service für Multiplayer-Gaming ab Herbst 2017 gebührenpflichtig sein wird. Und auch bei den Spielepreisen hat sich der japanische Hersteller mittlerweile an der Konsolenkonkurrenz orientiert. Die Deluxe-Neuauflage von Mario Kart 8 ist für 60 Euro, das neue Zelda für 70 Euro zu haben. Pro: Multitalent Joy-Con. Die Nintendo Switch ist ein gut verarbeiteter Handheld, den man am Fernseher anschließen kann. Die größte Innovation liegt allerdings nicht in der Hardware, sondern in den Joy-Con-Controllern. Ihnen ist eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten zu verdanken. Analogsticks und Aktionstasten erlauben klassisches Konsolengaming, während Bewegungssensoren Partyspiele wie bei der Wii realisieren. Neuartiges haptisches Feedback gibt es dank Rumble HD Vibrationsmotoren, die einem sogar Flüssigkeiten und rollende Kugeln im Controller vorgaukeln. Über eine NFC-Schnittstelle lassen sich Amiibo-Sammelfiguren einlesen und über einen Infrarotsensor können sogar Handzeichen erfasst werden. Nicht zuletzt können die beiden Joy-Con separat für Mehrspielererlebnisse vor einem Bildschirm eingesetzt werden. Damit wird Entwicklern eine Fülle von Möglichkeiten für neue Gameplay-Konzepte geboten, um eine sehr breite Spielerschaft anzusprechen. Wirklich schade ist nur, dass die Minispielsammlung 1-2-Switch der Konsole nicht beigelegt wurde. Das wäre wie damals Wii Sports ein idealer Vorzeigetitel gewesen, um die Fähigkeiten des Systems zu demonstrieren. Contra: Große Hände, kleines Problem. Der große Nachteil der Joy-Con: Um formschön auf die Switch zu passen, sind die Controller etwas klein geraten. Bei bewegungsgesteuerten Partyspielen fällt dies kaum ins Gewicht, bei typischen Konsolengames dafür umso mehr. In der Halterung liegen sie besser in der Hand, doch für Erwachsene ist gerade auch die Positionierung des rechten Analogsticks nicht ideal. Ob man mit den Joy-Con stundenlange Sessions in Shootern, Fußballspielen oder Action-Adventures wirklich krampfrei übersteht, wird letztlich eine Frage der persönlichen Anatomie und Gewöhnung sein. Bei unseren Hands-Ons waren wir aber ehrlicherweise immer froh, wenn wir mit dem Pro-Controller spielen konnten. Pro: Vereinte Nintendo-Welt. Mit der Switch wird der Hersteller endlich all seine Studios und Entwickler auf ein gemeinsames System fokussieren können. Das bedeutet einerseits wirtschaftliche Vorteile, andererseits können sich Konsumenten damit mehr und regelmäßigere Spielveröffentlichungen erhoffen. Gerade in den vergangenen Jahren kam es aufgrund separater Plattformen immer wieder zu Durststrecken für Spieler. Wenngleich zum Marktstart das Angebot noch recht dünn gesät ist, erwarten wir in den kommenden Jahren eine deutlich höhere Anzahl an Eigenproduktionen, als wir es von der Wii und der Wii U gewohnt waren. Contra:
Nischenplayer. Rechenleistung und Grafikpracht machen noch lange kein gutes Spiel. Dennoch bereitet uns die vergleichsweise schwache Hardware der Switch Sorgen. Sollte sich herausstellen, dass die Switch für viele der kommenden Konsolen-Blockbuster nicht ausreichend Power hat, könnten Dritthersteller davon absehen, ihre namhaften PlayStation- und Xbox-Produktionen zu portieren. Es ist jedenfalls kein gutes Zeichen, dass zum Start kaum aktuelle AAA-Titel von großen Publishern angekündigt wurden. Anstelle dessen warten ein 6 Jahre altes Skyrim und FIFA in einer angepassten Version auf die Spielerschaft, was stark an den Launch der Wii U erinnert. Die Allround-Konsole Switch könnte so aus rein ökonomischen und technischen Gründen Gefahr laufen, wie ihre Vorgänger in einer eigenen Nische für Nintendo-Spiele zu landen. Ob Dritthersteller dann eigens Games für die Switch entwickeln, wird davon abhängen, wie gut sich die Plattform verkauft. Viel spricht für einen möglichen Erfolg der Nintendo Switch, aber auch einiges dagegen. Ob sich die Alleskönnerin auf dem hart umkämpften Konsolenmarkt durchsetzen kann, wird natürlich ebenso vom Angebot der Konkurrenz abhängen. Letztendlich entscheidend ist jedoch nur, wie das Konzept der Switch von den Konsumenten aufgenommen wird. In diesem Sinne lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, was ihr über die Nintendo Switch denkt und ob ihr vorhabt, eine zu kaufen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, unterstützt uns gerne mit einem Like. Martin, du hast uns noch gar nicht abonniert. Ganz ehrlich, du hast es mir versprochen. Abonnier uns jetzt endlich. Du musst nur auf den roten Button drücken. Ganz ehrlich, sogar deine Mutter hat uns abonniert. Bitte abonnier uns endlich, bitte.